Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier so seht. Heute habe ich für euch ein Review von zwei Produkten, die ich in meinem letzten Moju London Summer Sale Haul schon gezeigt habe. Und ich habe ja gesagt, dass ich hier separate Reviews mache. Und zwar einmal von dem Crystal Clear Stamper und einmal von der Stamping-Platte, da hatte ich euch ja gefragt, welche ihr zuerst sehen wolltet, und die meisten wollten die Tropical-Platte zuerst sehen. Also gibt es die heute mit dem Stamper zusammen. Ich stempel aber natürlich, wie immer, wenn ich einen Stamper teste, mit verschiedenen Platten und verschiedenen Nagellacken. Der Stamper, den schauen wir uns zuerst kurz an, hat natürlich wie immer bei Moju total schöne Verpackung. Super süß, das kann man dann so aufdrehen und dann steckt der hier mitsamt seinem eigenen Scraper so drin. Der kostet 9 Pfund. Ich habe ihn mit den 20% Sommerrabatt gekauft. Er hat ein sehr, sehr schönes Design. Hat also hier von dieser Enchanted Collection, das ist auch die Lady, die auf der Enchanted Collection drauf ist, hat er hier dieses Muster. Der hier oben steht dann Moju London, ist also völlig transparent. Hat ein Käppchen für oben, damit der Stamper geschützt ist. Hat einen Deckel unten, damit auch unten kein Staub reinkommt, wenn er den lagert. Aber das kann man dann abmachen, damit man halt wirklich voll den Durchblick hat. Dann schauen wir uns noch schnell die Maße an. Dann haben wir nämlich alles Technische abgewickelt. Also die Höhe ist 5 cm, wenn beide Käppchen drauf sind. Und der Stamperhead hat einen Durchmesser von 3,5 cm. Er ist ein bisschen gewölbt, aber nicht zu sehr. Er ist squishy firm, also man kommt sehr gut rein mit dem Nagel. Ne? Ich habe also hier, seht ihr ja, einen sehr, machen wir hier hinten ab, sehr langen Daumennagel. Aber wenn man sich das anschaut, ich kann den also richtig reindrücken zum Stempeln. Kein Problem, ist groß genug. Diese Woche habe ich mal wieder Videos gesehen, beziehungsweise auch auf Facebook in einigen Gruppen gab es mal wieder verschiedene Kommentare, dass Leute diese Clear Jelly Stamper primen wollen. Also bearbeiten wollen, weil sie nicht richtig aufnehmen. Auf gar keinen Fall fuddelt ihr mit irgendwelchen Pfeilen oder mit Aceton oder was die Leute sich da so ausdenken auf diesen Jelly Stampern rum, bitte. Die gehen kaputt. Das Einzige, was ihr zu machen braucht, wenn man hier so mit denen rumdaddelt, ich sag's immer wieder, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, ja, man zeigt die, man fuddelt, man macht, dann kommen hier natürlich, man kann es vielleicht auch sehen, Fingerabdrücke, ich habe Handcreme an den Fingern, dann nimmt man den mal raus und wäscht den mal kurz mit Handseife oder, was ich immer mache, wenn ich einen ganz neuen Stamper habe, ich nehme ganz einfach ein bisschen Isopropyl-Alkohol und dann wische ich da einmal drüber. Und das ist alles. Das Wichtige bei diesen Stampern ist aber, man muss dran denken, dass man hier wirklich nur ganz, ganz leicht auf das Motiv drüber geht. Und das ist das Problem, was die meisten Leute nämlich haben. Und daran hängt es auch dann immer. Oh, mein Alkohol ist alle. Na, es ist noch ein bisschen da, das reicht gerade. Dann kann man da drüber fahren, seht ihr, mit so einem ganz normalen Kleenex. Und damit hole ich das ganze Öl, was da halt so drauf ist, einfach runter. Und dann wird der stempeln, ihr werdet sehen. Und jetzt kann man sehen, super klar ist der und sauber. Zwischendurch reinigt man den ganz einfach mit einem Fusselroller. Das wissen, glaube ich, die meisten mittlerweile. Wenn man gerade keinen Fusselroller im Haus hat, dann kann man auch mal ein Stück Tesa nehmen. Das geht also auch. Was noch? Der Scraper ist die reguläre Moju London Variante. Das sind also diese kleinen, wie so eine Mini-Kreditkarte. Ziemlich fest. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Ich habe mittlerweile einen, der ist nicht ganz so fest. Ich habe die aber am Anfang immer benutzt. Ich werde also jetzt auch beim Ausprobieren hier auf alle Fälle benutzen. Und das war es auch schon zum Stamper. Ihr rollt, wie gesagt, ganz, ganz leicht nur über das Motiv drauf. Fast keinen Druck braucht man da. Das muss man ein bisschen üben, besonders wenn man vorher so feste Stamper benutzt hat. Weil die feste Stamper, da muss man so drauf drücken. Und hier halt eben nicht. Also lieber 3-4 Mal üben, bevor ihr anfangt hier mit einer Feile an dem Clear Jelly rumzupobeln. Das hat nämlich keinen Sinn, damit macht den kaputt. Die Platte, das ist die Nummer 09. Die Platten kosten jetzt, nachdem der Sale rum ist,
£5,99. Vorher haben sie £4,99 gekostet. Und ich hole die Platte jetzt mal raus. Das sind also die XL-Motive. Da sind dann 12 Motive auf einer Platte. Und wenn man das sieht, wenn ich meinen Daumen hier so hinhalte, ist es gerade so vom Motiv groß genug, dass da mein Daumen so drauf passt. Es wird gerade so langsam eng. Die sind also hier 2,3, 2,4 cm mal 1,7 cm. Ich nehme immer die großen, weil ich einfach längere Fingernägel habe und die kleinen dann nicht drauf passen. Das ist aber euch überlassen, das müsst ihr halt sehen, was ihr dann nehmt. Das sind also diese wunderschönen Fruchtmotive für den Sommer. Hier mit Chevrons, mit Streifen, mit Tröpfchen für die Erdbeere, wie die kleinen Erdbeerkernchen, mit Punkten, mit Wellen. Und dann haben wir hier oben Wassermelone, Bananen, Orangen, Fruchtsalatmix, Erdbeeren und hier noch so ein kleines halbes Motiv für den Nagel. Ich werde also jetzt hier swatchen für euch. Diese Platte swatche ich auf Tipps, die ich schon vorbereitet habe. Und ansonsten für den Stamper versuche ich noch andere Platten, andere Lacke. Die Platte hier, da mache ich nur mit den Mojo-Lacken. Die halte ich euch ins Bild. Link euch auch unten immer rein, was ich gerade benutze, damit ihr das seht. Und dann sehen wir uns hinterher nochmal. Wie immer, ihr kennt den Drill, das läuft jetzt schneller. Also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen. Und dann sehen wir uns hinterher nochmal kurz.
da bin ich wieder. Und ihr habt es gesehen, also super Pick-up, ganz, ganz toll. Ich bin begeistert. Also das sind auch wirklich so Linienmuster und Pünktchen und alles. Und der hat das ganz, ganz toll aufgenommen alles. Und auch das Übertragen hat wunderbar funktioniert. Die Tropical-Platte, die ist natürlich auch sehr, sehr hübsch von den Designs. Fahren wir gleich noch mal ein bisschen näher ran. Ich wollte noch kurz dazu sagen, den Scraper, mit dem bin ich auch recht gut zurechtgekommen. Auch Aceton resistant, also da passiert nichts, wenn ihr den mit Aceton dann sauber macht. Das Muster bleibt drauf, das ist also bei den Moyo Scrapern immer so. Und ich wollte euch noch ganz kurz die kleinen Decals zeigen hier, die ich mit den anderen Platten gemacht habe, damit man also auch nochmal sieht, dass da also auch alles wunderbar funktioniert hat mit dem Aufnehmen. Und auch hier solche Muster, die sind normalerweise schon sehr, sehr schwierig zu stempeln. Und das sind alles keine Stamping Polishes gewesen, die ich hier benutzt habe. Das habe ich ja unten reingelinkt. Schaut mal, das Chevron-Muster, da ist kein Fehler drin. Das ist alles übertragen, alles aufgenommen, ganz toll. Also das sind so Muster, wenn die funktionieren, dann funktioniert eigentlich alles. Und hier habt ihr nochmal das Blütchenmuster mit dem holographischen Lack auch. Ganz toll, ganz, ganz detailliert. Ich hoffe, man kann es wirklich gut sehen hier. Ist gerade schwierig, so Haut auf Haut Farben. Doch, man kann es sehen, ne? Da ist alles drauf, alles übertragen. Ganz toll. Ich habe es einmal probiert, fest aufzudrücken. Ja, wenn man so das demonstrieren will. Also, er hat recht gut aufgenommen. Man hat gesehen, das war nicht ganz so crisp wie die anderen, aber er hat es sogar gemacht. Aber ihr habt es jetzt wirklich oft genug gesehen. Also ganz leicht drüber rollen und dann funktioniert das. Und da seht ihr, da bekommt ihr ganz tolle Ergebnisse hier. Bin sehr begeistert, sowohl von dem Stamper als auch von der Platte. Bei der Platte aber bin nichts anderes, also ich erwarte nichts anderes von Moyo London. Da habe ich noch nie ein Problem gehabt mit irgendetwas. Also gab es noch nie. Und auch der Stamper ist wirklich super gut. Das war's dann auch für heute. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder mir sonst was mitteilen möchtet, dann bitte wie immer unten in den Kommentaren. Ich freue mich über all eure Kommentare. Ich lese alles, ich antworte auf alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, da oben ist immer ein Link zum Abonnieren. Ansonsten unten in der Description Box könnt ihr auch direkt klicken. Ist natürlich frei und dann freue ich mich, weil dann sehe ich euch in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, wo immer ihr auch seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tada!